Das Europäische Kulturerbejahr 2018 ist eine Erfindung der Europäischen Kommission unter sehr starker Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland. Es ist der Versuch, kulturelles Erbe den Menschen in Europa näher zu bringen und spielt allein in Deutschland in 200 Projekten. Frankreich hat 300 Projekte. Es ist also ein gesamteuropäisches Projekt. Wir hier in Unteruldingen haben die Freude, an 8 Eventwochen ganz spezielle Dinge europäisch auf der Grundlage der experimentellen Archäologie darzustellen. Unter dem Titel Sharing Heritage zeigen wir hier bei uns im Pfahlbaumuseum ganz urtümliche Herstellungsweisen ganz wichtiger Materialien, die damals über weite Strecken verhandelt wurden. Es sind dies Kupfer, Feuerstein, Bernsteinperlen, Dinge, die damals zu den Luxusgütern zählten und europaweit in einem Netz verhandelt werden. Das Schöne ist, dass wir dadurch Austauschsysteme zeigen können, vor allem auch gegenüber einem jugendlichen Publikum. Wir können zeigen, wie die Alltagskultur ausgesehen hat und wir können einen Eindruck davon verschaffen, dass Europa schon seit über 15.000 Jahren in irgendeiner Weise vernetzt ist. Und ich denke, das ist die wichtige Botschaft, die hier heute vom Bodensee an die Bevölkerung ausgehen kann.